Ich bin die Eva. Ich bin der Christian, ich kenne es hoffentlich schon von anderen Videos. Wenn nicht, anschauen. Auf die Köchin. Auf die Köchin. Auf die Köchin. Cheers. Prost. Cheers. Und wir kochen heute etwas aus Siebenbürgen. Transsilvanien, oder? Transsilvanien. Also, das ist was Schiertes. Da kommt ein Ei hinein. Da kommt Salz, Pfeffer. Ja. Ja, ich habe früher das öfters gemacht, dass ich Leute eingeladen habe und gekocht habe, aber okay, das wird schon reichen. Was? Das tue ich mir immer frisch kaufen und selbst aufschneiden und dann einfrieren. Dracula. Ja, wir verwenden schon sehr viel Knoblauch, wir verwenden auch sehr viel Sauerrahm. Genau. Und jeder schmeckt es anders ab. Und was macht Eva falsch? Vorsicht! Sie hat mich eingeladen. Man erhitzt zuerst den Topf. Dann gibt es Zwiebel. Dann kommt das Öl rein. Aha. Und dann kommt das Produkt rein. Okay. Zischen. Zischen, okay. Raushauen oder ausschütten oder wie? Und das schneidet man dann mit Zwiebeln. Das kann ich leider nicht zeigen, weil ich das nicht kann. Das macht kein Mensch mehr so. Doch, in Rumänien schon. Ich wollte gerade sagen, dass. Noch mehr halbieren geht nicht. So, das geht schon für die Suppe. Okay. Ein No-Go für den Koch, oder wie? Wo ist denn der Whisky-Roll? Nein, bitte nicht! Ist nur symbolisch. Oh Gott. Salz, Salz kitzelt noch mehr Geschmack vom Knoblauch raus. Ja. Das dann salzt es ein bisschen. Dann drückt man das ein bisschen. Dann, da lässt sich auch besser schneiden, wenn man es ein bisschen salzt. So, während der Arbeit wird nicht telefoniert, bitte. Ja, sorry, Chef. Macht es der Christian gut? Super! Ja. Er ist der perfekte Linkskoch. Du kannst die Kugeln werfen. Ja, das ist eben das Sinn. Christian hackt jetzt Estragon. Eingeleckt. Nennt man auch Königkraut. Das habe ich vor einem Jahr gemacht. So, jetzt einmal aufkochen, weil das braucht nicht so lang. Dann so, jetzt tun wir Paprika drüber. Ja. Ist das edelsüß oder? Das ist edelsüß. Aber wieso hast du es jetzt vom Herd genommen? Weil, wenn das andere dann schmeckt, bitter. Hoffe. Na, Pharmazeutin. So, das ist ungarisch. Das ist ein heiliger Moment, wenn das Fleisch. Heiliger Moment. Dann ich muss es uns so füttern, dann kann ich gleich mitnehmen auch. Ja, aber, mhm. Aber der beißt nicht und. Ja, der macht gar nichts. Gut. Wir werden die Gemüsesuppe mit Sauerrahm und Dotter binden. Das nennt man in der Fachsprache Leschieren. Also. Leschieren heißt das, also danke. Und, da brauchst du nicht genieren. Ich geniere mich nicht, ich legiere die Suppe. Ich weiß nicht, wie man das professionell macht. Ich habe es nur zu Hause gelernt. Ja. So, ich mache es so. Ja, geht eh gut. Aber manchmal bleibt sie hängen. Und da gibt es einen Trick. Man sticht hier hinten Löcher rein. Aha. Luftröhrchen. Genau, und dann gibt es besser raus. Okay. Naja, du musst das langsam, das Heiße dazugeben, weil sonst flocht es aus. Sonst das Eiweiß gerinnt und dann hast du noch mal so Stückchen drin. Ich bin sprachlos. Wo hast du das alles gern? Zu Hause. Das spritzt jetzt. Und auf Rumänisch heißt es Poftabuna. Lass mich blendieren von der ganzen Nation! Echt gut, ja. So, das schmeckt auf meinem Zeh. Olle, Olle, um. Yeah. Bravo. Ah. So, für Polenta haben wir das Wasser aufgekocht, gesalzen und jetzt rühre ich einfach das Polentamehl hinein. Also das kann man auch anders machen natürlich, aber die Technik, die traditionelle Technik, die beherrsche ich leider nicht. Passt, okay. Wenig, viel, wie machst du? Irgendwas, ein Wasser, irgendwas. Kargo, oder? Kargo, oder?
Wolltest du sagen Carlo? Erstens mal machen wir das wegen Geschmack, die Zwiebeln rösten, aber auch für die Farbe. Ne? Mahlzeit. Kann das so wie das Wartner Zwiebeln? Aber wie?